Der wunderbare Löwenzahn ist so vielseitig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen widmen wir uns jetzt hier immer einem eigenen Video auf YouTube, damit ihr mal Bescheid wisst, was ihr alles Tolles mitmachen könnt. Einer meiner vielen Favoriten ist Kaffee aus Löwenzahnwurzel, also ganz normal. Und man darf Kaffee sagen, bei Kaffee geht es immer darum, eigentlich was geröstet ist, getrocknet, gemahlen und dann aufgekocht, das ist Kaffee halt. Es hat nichts mit der Kaffeebohne zu tun, es hat mit dem Prozess des Röstens zu tun und des Mahlens halt. Einfach die Wurzel trocknen, kleinschneiden, rösten, mahlen. Also es ist ein guter Kaffeeersatz. Also das geht richtig, das ist toll für den Winter. Ihr könnt die Wurzel halt auch kochen und wie Löwenzahn essen. Man kann die auch roh essen, da schreckt man sich dann vielleicht wegen den Bitterstoffen. Habe ich selbst noch nicht gemacht. Ich habe die immer gekocht wie so eine Mohrrübe halt, ja. So, was mache ich hier? Löwenzahnblütentee. Also, wenn ihr meine Teemischung verschenkt, das sieht immer gut aus. Der schmeckt auch gut. Er wird auch als Ginseng des Westens bezeichnet. Also, ist hier quasi, also schon eine ganz krasse Heilpflanze. Geschmacklich ist er ziemlich gut halt, sage ich jetzt mal. Nicht im Rosenblüten, nicht in der Wildrosenliga, aber jetzt auch nicht. Also das haut schon hin. Also ich trinke den gerne. Das ist ein milder, leckerer Tee. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch das erste Mal Kamillenblütentee selbst gesammelt habt, dann werdet ihr merken, das ist eine Heidenarbeit. Und hier bei den Löwenzahnblüten hält sich das Ganze noch so ein bisschen in Grenzen. Die ganze Pflanze kann man essen. Das ist halt sehr gesund. Der hat dann natürlich nachher so ein bisschen die Bitterstoffe am Start. Die sind eigentlich, wie gesagt, wenn man immer weiß, wie gut die für den Magen sind, dann kann man sich immer so ein bisschen sagen, so, yo, alles gut für den Magen. Und ansonsten halt einfach eine Stunde in Salzwasser einweichen, dann gehen die Bitterstoffe so ein bisschen raus. Das könnt ihr mit den Stängeln halt sogar machen oder mit den Blättern halt oder halt relativ früh im Jahr ernten. Das ist natürlich auch noch nicht so viel, aber man kann ihn halt das ganze Jahr ernten. Und ist auch ein ganz wunderbarer Frühsalat, weil der halt so früh kommt, könnt ihr halt wirklich Frühsalat essen. Die Wurzeln lockern den Boden auf, könnt ihr noch Mohrrüben von essen. Und hier könnt ihr Honig von machen oder tollen Tee. Das ist wirklich sehr vielseitig. Und sie ist auch eine wichtige Pflanze für Gartenpräparate, sage ich mal jetzt in der Liga von, wenn wir jetzt über Brennnesseljauche reden oder so, da spielt der Löwenzahn auch eine Rolle. Ist jetzt natürlich ein bisschen aufwendiger herzustellen als Brennnesseljauche, aber ich zeige euch nur mal unbezahlte Werbung hier, biodynamisch Gärtnern. Da hat er einen schönen großen Artikel, ich wollte es euch eigentlich vorlesen, aber es ist schon ein bisschen komplizierter mit Kuhdarm und Winterübereinbuddeln. Und da sammelt man die jungen, noch halbgeschlossenen Blüten und das verbessert halt auf jeden Fall die Rotte vom Kompost. Und da kann man sagen, das ist alles Quatsch oder das stimmt alles nicht. Wie gesagt, dass jede Pflanze hat unterschiedliche Mikroorganismen. Auf jedem Blatt sind unterschiedliche Mikroorganismen und wenn man halt damit Jauchen ansetzt, kommen die den anderen Pflanzen wieder zugute und so auch wird da hier auf jeden Fall was dran sein. Und es ist ja sowieso auch eine übelst heilige, tolle Pflanze. So von daher ist sie natürlich auch toll für den Kompost. Aber da muss man dann ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und sich das durchlesen. Nochmal ein kleiner Fun Fact: Für 1 Kilo Honig muss eine Biene 125.000 Löwenzahnblüten anfliegen. Also, wie gesagt, sagt euch vielleicht immer lieber so: Lasst die Kotze doch den Bienen und esst lieber irgendwas anderes. Für die Hardline-Veganer, das ist ja immer das Argument. Aber genau, also es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Und in der Heilanwendung ist halt eigentlich auch ganz hauptsächlich die Frühjahrskur, die Entgiftung des Körpers, die Verhinderung von Gallenstein. Also und vor allen Dingen im Gegensatz zu Brennnessel, die wäre jetzt 2 Wochen lang die Brennnesselkur, macht die Löwenzahnkur 4 Wochen. Und was ich noch gar nicht ausprobiert habe, man kann die Blüten auch in Essig einlegen und dann so als Kapernersatz machen. Also das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Aber ansonsten, wie gesagt, Löwenzahnhonig, Löwenzahnsalat, Löwenzahntee halt, Löwenzahnkaffee, Löwenzahnjauche, als Heilpflanze, also vor allen Dingen bei Gallensteinen und vor allen Dingen zur Körperentgiftung. Hammer, Hammer Zeug.